Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck Eli Lilly. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt, und am Ende des Videos analysiere ich dann noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Pharmabranche tätig. Die Dividenden der Rendite der Aktie beträgt aktuell ca. 1% und die Dividende wurde inzwischen seit 37 Jahren in Folge nicht gesenkt. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von 63% und das liegt in einem guten Bereich, würde ich sagen. Dann vergebe ich hier einen halben Punkt. Das zweite Kriterium: Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cash Flow der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von 92% und das ist eher mäßig, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier keinen Punkt. Das dritte Kriterium: Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie, und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen, und zwar von 1,96 auf 3,92 US-Dollar je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung und daher vergebe ich hier einen ganzen Punkt. Das vierte Kriterium: Hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende unterm Strich ebenfalls nach oben gegangen, und zwar von 1,7 auf 1,96 US-Dollar je Aktie, und auch in diesem Zeitraum gab es keine einzige Kürzung bei der Dividende und deshalb gibt es hier von mir wieder einen vollen Punkt. Das fünfte Kriterium: Wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr um ca. 16% angestiegen und das ist ein sehr guter Wert, würde ich sagen. Und deshalb vergebe ich hier wieder einen vollen Punkt. Das sechste Kriterium: Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende weiter ansteigen, und zwar von 3,92 auf 4,41 US-Dollar je Aktie, so zumindest die aktuellen Schätzungen der Analysten, und hier vergebe ich insgesamt wieder einen vollen Punkt. Das letzte Kriterium: Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Also laut den aktuellen Analystenprognosen soll der Gewinn je Aktie ansteigen, und zwar von 6,9 auf 8,41 US-Dollar je Aktie, so zumindest die aktuellen Analystenprognosen für 2023, und hier vergebe ich insgesamt wieder einen vollen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis, und hier holt Eli Lilly in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich 5,5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten, und in meiner Dividendencheck-Ampel landet die Aktie damit auf der besten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2023 bei meinem Dividendencheck. Und hier landet Eli Lilly mit den 5,5 erreichten Punkten hier auf dem 4. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr es seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr auch dazu einen Link unter dem Video. Und hier in der Grafik seht ihr jetzt zum einen mal den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme, und das ist ca. Anfang Juni 2023. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir hier erkennen, dass aktueller Kurs momentan oberhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest überbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum Fernwert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video, und hier noch zum Abschluss der Hinweis: Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien, und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Da macht's gut, bis zum nächsten Mal.